Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Ja, beste Schauspielerin, super Kategorie. Ich freue mich einfach so, dass ich heute Abend hier gleichgeschlechtlich laudatieren darf. Und das wirkt ja auch dem Mythos entgegen, dass wir Schauspielerinnen untereinander neiderfüllt, konkurrent und zickig sind. Es gibt ja so viele Mythen rund um den Beruf Schauspielerin. Relativ lange hat sich, also zumindest in meiner Generation, die Vorstellung gehalten, man ist als Schauspielerin ein Wesen, das schon irgendwie Talent hat, aber noch nicht so ganz genau weiß, wofür direkt. Und dann kommt ein Regisseur, der einen entdeckt und erkennt, manchmal auch im biblischen Sinne, und der holt aus einem raus, was da an Talent da ist. Er bringt es so nach oben, wie aus einem Gefäß. Und dann formt er einen. So ungefähr wie Professor Higgins das macht in dem Musical My Fair Lady mit Eliza Doolittle. Und ich bin einfach so froh, dass dieses Denken jetzt seit längerem und speziell etwa seit 2 Jahren massiv zu bröckeln beginnt. Und nach und nach der Vorstellung weicht, wir sind als Schauspielerinnen durchaus auf Augenhöhe mit der Regieperson, die übrigens manchmal sogar weiblich sein kann, wie in 2 der 3 nominierten Filme. Auch das eine neuere Entwicklung und überhaupt keine Selbstverständlichkeit, aber immerhin. Okay, die Bewegungen und großen Debatten der jüngsten Zeit, MeToo, Pro-Quote, Equal Pay für gleiche Bezahlung auch in unserer Branche, die haben nicht zuletzt auch den Blick verändert, den wir selbst auf uns werfen. Den Blick auf das, was wir im künstlerischen Prozess beizutragen haben. Den Blick auf unser eben nicht Potenzial. Potenzial ist heute Abend das Wort für den Nachwuchspreis. Auf unsere Potenz. Ich finde das ein klasse Wort. Und ein Begriff von schöner Sprengkraft. Und der sollte eben nicht, also der ist viel zu schade dafür, um ihn auf das männliche Geschlecht zu beschränken und dann auch noch auf den doch relativ begrenzten Bereich der Sexualität. Alle 3 Frauen, die heute Abend für die Goldene Kamera als beste Schauspielerin nominiert sind, haben diese Potenz. Paula Beer spielt in Bad Banks mit gnadenloser Entschiedenheit eine junge Frau, die in der taffen, männlich geprägten Sphäre der Banken um jeden Preis Erfolg haben will. Rosalie Thomas entwirft in Rufmord eine absolut beklemmende Abfolge von Seelenzuständen, von relaxten Selbstbewusstsein über ungläubiges Erstaunen zu irritierender Unsicherheit und quälender Bedürftigkeit. Anna Schutt lässt uns in Aufbruch in die Freiheit. Anna Schutt lässt uns eine weibliche Emanzipation Anfang der 70er Jahre nachvollziehen mit absolut minimalistischen Schritten, vor allem durch Blicke, in denen Welten enthalten sind.